It's time for World Underground Wrestling. Ja, der Schiri tastet die Männer ab. Jetzt weiß ich, wieso der Quincy tauschen wollte, weil der darf dann die Damen abtasten. Alle waffenlos, was willst du von mir? Okay, gut. Wir spielen stille Post. Der Schiri lässt mir sagen, dass der Zanoni ihm sagen lässt, dass ich euch sagen soll. Den Rest habe ich vergessen, eine Chance. Nein, Entschuldigung. Ah, also wenn sich das Publikum weiterhin so schlecht benimmt, geht er einfach wieder. Hey, aufrufen vom Publikum, lieber Raudi, das spielt bei uns da nicht. Wir sind seriös. Kampffrei! Es ist ja noch gar nichts passiert, was ist? Ah, jetzt los! Ein Kräftemessen! Oh, ein Wristlock, brichernes Astro! Italiener brauchen eins! Einzeit Headlock, also es schaut aus, als hätte die Technik eher beim Raudi liegen. Snapping! Ja, so gewinnt man keinen Kampf, da muss man schon was tun. Oh, Headlock! Der Treten ist erlaubt. Oh, hinten Headlock. Eins. Zanoni hat angezählt. Zwei. Bei Zähne was aus. Drei. Okay, naja, wenn er weitermacht. Oh, der ist daneben gegangen. Hey, auf den Kopf treten. Wir sind ja da nicht mehr am Fußballspiel erst. Oh, Body Slam! Ich hab dir den Zanoni jetzt nicht zutraut, weil der Raudi hat sicher mehr als 70 Kilo. Oder 100 oder was. Oh, Vorarms in das Kreuz. Hey, Schubkarre fahren macht auch Spaß. Hey, ja, war eine legale Aktion, war der Hintern, war nicht tief. Also von dem her, oh oh, Slipper holt. Gibst du auf? Aufgabe! Also es ist ja eigentlich deine Aufgabe, also keine Aufgabe. Das muss der Schiri, naja, ja, brutal. Sind wir da in einer Straße, in einer Wirtshausschlägerei. Wow. Ich glaube, das war's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wieder, aber nicht lang, so wie es ausschaut. Ein DDT! Das kann es gewesen sein. Eins, zwei, drei, vier. Einfach wieder Schiri. Ich glaub, der Streikel, der macht auch krass. Das Verwenden illegaler Gegenstände, wie der Name sagt, ist illegal. Gell? Also verboten für die Nicht-Österreicher. Ein Ansatz von einem. Oh, ein Suplex, Snap-Suplex. Das rüttelt. Hey,
Tóquenme esa pelota. Er ist nicht im Ring, also es ist zwar kein Ring da, es ist ein Kampfrecht, aber es ist wurscht. Ich meine, ein Guinness ist eh kein Doping, das geht als Kinder da rein. Oh, Schläge auf den Rücken. Und was machen wir? Schaut aus wie ein Bodyslam, Slap, ja, was ist es? Ein Bodyslam! Italien! 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naja, was heißt das? Er steht schon wieder, genau. Wir haben ein Riegel, das ist ja wie beim Fußball, das Publikum ist mit Schiri, oder was? Das wäre eine illegale Aktion. Illegal, ja. Voll verboten. Auch das Ohren abreißen ist verboten. Schläge auf den Hinterkopf sind ihm das erlaubt, die erhöhen das Denkvermögen. Angeblich. Schiri! Wo war das? Am Oberschenkel. Bei dir geht der Oberschenkel auch von links nach rechts um, oder was? Das ist ein Tennissockenschiri! Was heißt das? Ist ja was, ja. Das war schon wieder der Oberschenkel, oder was? Ja, dann lass dich nicht ablenken. Ich weiß, ich bin fesch, aber hallo? Wenn du eine Referöse warst, sichert das ja ein. Oder Referentin, Referierin, oder was auch immer. Ja, ja. Die Leute lenken ja da! Ja, wieso kommst du da zu mir? Sagt das die Leute? Hast du kein Mikro? Blöd, gell? Gut. Gut, weiter im Text. Oh, ein Ausgabegriff. Gibt er auf, der... Was macht er? Oh! Raudi! Notte her, du kannst mit ihrem Deutsch reden. Das ist ein Italiener, der arbeitet da schon seit 20 Jahren illegal, was soll das? Der versteht Deutsch. Ja, sag ich auch. 1, 2, 3. Er hat eh keine Unterhosen angehabt, glaube ich, ne? 7, Entschuldigung, die Leute. 8, 9, das ist der Schuss. Raudi! Oh, ein Comeback von Raudi. Sind noch nicht am Boden. Raudi muss sich die Hose richten. Hallo? Ich meine, das ist nicht besser als der Zanone, da hab ich schon recht. Also ich glaube, der Zanone würde jetzt sagen, wenn er reden kennt, Gusch. Aber das ist ja, ich meine... Aufgabe, ich glaube, der schläft schon. Der schläft schon. Bei dreimal muss die Hand fallen, dann also bei 1, 2. Da drückt man, der hält die Reis noch da. Ja, voll auf die Zerrung! Jawohl, feiert Zerrung! Hallo, wieso ist der schon wieder da? Haben wir was verpasst? Oh, ein schöner Leckdruck. 1, 2, okay. Was macht er jetzt? Au! Fixfest! 1, 2, 3, 4,
Hey, Farben spielen wir sehr noch nicht in. Wo ist das in Indien? Gibt es diese Farbenpulverwerfer rein? Jetzt haben wir dann zur Ruhe. Oh, ein Seid, Hedruck. Hallo. Das könnte es gewesen sein. Ja, bitte. Zwei. Also eins, du. Zwei. Schiri, das musst du ihm genau erklären. Der Zanoni ist jetzt seit 20 Jahren bei uns. 20 Jahre illegale Aktion. 20 Jahre illegal da arbeiten und er weiß es nur. Er soll es wissen, aber anscheinend weiß er es nicht. Moment, der geht zu mir. Was? Richard Zanoni!